Nee, deshalb war diese Windeln so wichtig für mich, weil ich wusste, dass wenn ich das, was ich manifestiere und aufgeschrieben habe und mir wirklich vorgenommen habe, wenn ich das erreichen will, dann liegt es nur an mir. Verstehst du, was ich meine? Es liegt ja nur an mir. So, das Ding ist, oftmals kommen wir in ein Team, so, und das ist halt, was ich oft auch beobachte, ist zum Beispiel jetzt Moritz ist nicht in ein Team gekommen. Planst du, was ich meine? Moritz und Bino sind zu einer Ein-Mann-Show gekommen, weißt du, was ich meine? Und Digga, haben ein Team daraus gebildet. Verstehst du, sagen wir so? Das ist nochmal eine ganz andere Motivation. Weil das, was die gemacht haben, haben drei, vier verschiedene Leute schon vorher versucht mit mir zu machen, aber haben es einfach nicht geschafft. Und waren einfach, haben gemerkt, Bro, hier verdient man ja gar kein Geld. Das sah von außen so aus, als könnte man sofort Geld verdienen. Weißt du, ich meine, sofort. Aber hier ist ja gar kein Geld. Hier ist ja trockene Taschen, weißt du, so, weil es ging in erster Linie, natürlich wollten wir Geld machen, aber es ging gar nicht um Geld die ganze Zeit. Es ging bei uns wirklich darum, dass wir zu dem wachsen. Ich meinte auch zu Sheila am Anfang vor Jahren, weißt du, ey, ich will der krasseste Motherfucker werden, weißt du, so, und das geht nun mal nicht mit Geld. Die Leute denken immer Geld, 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 Umsatz, 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 wir müssen jetzt Geld Geld machen. kommt in der krasse Mann. Genau, verstehst du, dann überholst du die Leute, die immer Umsatz rufen, die 1, 2, 3 Millionen haben, weißt du, und dann überrollst du diese Menschen. Weil du ganz einen anderen Fundament hast. Ich sehe doch diese Reichen. Die haben noch so viele Knackse, die gehen nicht zum Sport, die haben so viele Ausreden, die haben ihr Fundament nicht aufgebaut. Und das meine ich ja mit dieser Wille. Es ist so wichtig, weil zum Beispiel ihr seid jetzt gekommen. Ich spreche gerade mit Janan, wir sind gerade so in unserem Büro mäßig, unser neues Büro. Ihr seid ja in ein Team gekommen. Ja, Schüsse sagen wir, so. Und wenn man in ein Team kommt, ich kenne das. Bro, ich habe für Kiel gespielt. Als ich nach Kiel gekommen bin, ich wusste nicht, wer Kiel ist, was Kiel ist. Ich wusste nur, dass der Trainer, der mich angeschrieben hat, mich überzeugt hatte zu spielen. Und dann haben wir die deutsche Meisterschaft gewonnen. Und rate mal, wer jedes Jahr dann kam. Kamen Leute, neue Leute, die wollten im Siegerteam sein. Weil es sieht ja nach außen aus wie ein Siegerteam jetzt gerade oder hat das Potenzial. Das heißt, die Gefahr, wenn man in ein Team reinkommt, ist, dass man sich auch gerne mal carryen lässt. Das ist so unbewusst, wenn man denkt, ah, ich folge jetzt einfach deren. Aber das ist ja nicht das, was bei NNG ist. Wir sind zwar ein Team, aber wir sind kein Team mit, jeder hat sozusagen seine Position hier, du bist da. Du. Nein, sondern, Bro, wir wollen alle CEOs werden. Wir wollen alle Gesellschafter sein. Wir wollen, es ist nicht einfach Mitarbeiter gesucht. Verstehst du, sagen wir? Sondern, Bro, bei NNG, wir wollen Menschen zu eigenen Bossen machen. Sei der Boss von deinem eigenen Leben. Deshalb haben wir diese Boss-Calls gemacht damals. Weißt du? Was eine gute Idee ist, war und immer noch ist. Aber ich finde, wir sollten das auf unsere eigene Community machen. Wenn wir unsere Community haben, dann gibt es Boss-Calls. Verstehst du, solche Sachen. Und wir sind, glaube ich, die Einzigen, die sowas umsonst gemacht haben, oder? Oder machen die Baulix auch sowas und sowas? Ernsthafte Frage. Nein, tatsächlich nicht. Nee, ne? Gibt es keine so, ey Leute, wir machen mal einen Zoom-Call am Freitag. Habt ihr Bock reinzukommen? Ja, wir machen das, weil ich finde, die Informationen, die ich habe für Menschen, zum Beispiel, wie gesagt, ich bin letztens auf der Reeperbahn spazieren gegangen an einem Sonntag um 8:30 Uhr und da gibt es die ganzen Frühclubs und da sind so zwei 20-Jährige, 19-Jährige auf mich zugekommen und ich meinte zu den Jungs, die waren besoffen. Die sahen aber fresh aus, sahen nach Potenzial aus. Ich habe zu denen gesagt, was macht ihr hier? Und dann habe ich denen die ganzen Männer gezeigt, die alle 30, 28 sind. Und das sind die höchste Form von Versager. Die sind um 9 Uhr morgens an einem Sonntag alle auf Drogen und stehen da draußen und sind in den Clubs und unterhalten. Guck mal, ich meine, guck mal, wie ernst sie sich unterhalten. Voll auf Koks. Was kann so wichtig sein? Bro, es ist Sonntag. Hast du keine Familie? Wenn nicht, dann solltest du am Hasseln sein. Dann bist du gesegnet, weil ich schwöre es dir, wenn ich keine Kinder hätte, ich wäre jetzt in Japan, ich wäre jetzt da, ich wäre. Planst du? Ich wäre überall. Also ich bin mit 18, als ich konnte, bin ich einfach nach Amerika gegangen. Kein Stipendium, kein nix. Ich habe auf dem Rucker Park in New York, in verschiedensten Parks, habe ich gespielt, bis mich ein Typ gesehen hat und gesagt hat, hey, komm nach Kalifornien. Spiel Basketball. Ich kann dir kein Stipendium geben, aber du kannst dir das erarbeiten. Na, habe ich da zwei, drei Jobs gehabt, hab meinen Bruder rübergeholt. Das sage ich, wenn man keine Kinder hat, Bro, was ist denn deine Ausrede gerade? Und selbst wenn du Kinder hast, wie ich,
Was ist deine Ausrede, Bro? Weißt du, so in Deutschland kannst du gar nicht so fallen, wie die Leute tun. Ja, aber ich muss arbeiten. Ich habe kein Arbeitslosengeld genommen, ich habe gar nichts genommen. Ich habe einfach nur jeden Tag gehasselt, Digga, und dafür gesorgt. Mein erstes Ziel war es, okay, wenn ich schon so eine Unsicherheit habe, wie man in Deutschland sagen würde, sollte mein erstes Ziel sein, dass die Wohnung, wo meine Kinder wohnen, mit der Mutter, immer bezahlt ist und das Essen auf dem Tisch ist. Und das habe ich die letzten 5 Jahre, 6, 7 Jahre eingehalten. Und ich bin zwischendurch, habe ich Wohnung verloren. Bin selber obdachlos geworden. Hab mit meiner neuen Frau in einer Einzimmerwohnung gewohnt, auf einer Matratze. Aber für mich war immer wichtig, gut, das ist bezahlt. Das, was ich gesagt habe, tue ich in dem Moment. Weil meine Kinder sind sehr wichtig. Das ist halt das Ding. Aber ich muss alles geben für meine Kinder, damit ich denen mehr bieten kann. Und manchmal fühlt es sich dann an, weil das ist die Sicherheit, die wir in Deutschland haben, manchmal fühlt es sich an, als würdest du hier die ganze Zeit rumtoppen. Und das halten die meisten Menschen nicht lange aus. Aber was tatsächlich passiert ist, du nimmst einen Anlauf. Es ist wie ein Schwung. Verstehst du? Wie ein... Du schwingst die Keule, verstehst du? Und schaffst Momentum. Und jetzt... Du kannst nicht von hier aus. Funktioniert nicht. Du musst so... Von unten nach oben. Das ist der einzigste Weg. Und das ist, was die meisten Menschen nicht verstehen. Weißt du? Also das ist halt... Und da will halt niemand hin. Deshalb sage ich ja diese Ausreden, die wir haben. Und deshalb ist es halt so wichtig, dass ihr guckt, ne, was ist euer Motiv am Ende des Tages? So, will ich dazugehören? Oder will ich him sein? Weißt du, was him in der Englisch sagt, man, wenn man jemand sieht, zum Beispiel beim Basketballspiel, und jemand ist da, du siehst, Bro, wer ist das denn? Und dann sagen die, he's really him. he built like that. Weißt du, willst du him sein? Willst du überall, wo du hinkommst, him sein? Oder willst du them sein? Verstehst du, was ich sagen will? Willst du das nächste Mal mit Pure Rice gehen? Ach, Janan. Oder ach, das liebe Energy-Team ist da. Aaron, Moritz, wie geht's euch? Willst du, verstehst du, was ich meine? Moritz ist him bei Pure Rice, wenn er mit Roberto trifft. Bino ist him. Die haben einzeln Kontakt mit denen. Machen schon Projekte. Digga, wenn Moritz zum Bienenkrüger geht, hieß Hemi. What's up, my man? Weißt du, das meine ich ja. Willst du them sein oder him? Und das ist halt immer wichtig zu verstehen, weil wenn man in ein Team kommt, Moritz hatte gar keine andere Wahl, als him zu werden. Weil es waren ich, er und Bino bei Energy. Verstehst du, was ich sagen will? Das heißt, es war Moritz. Was willst du sein? Verstehst du? Willst du immer auf alle anderen gucken oder willst du auf deinen eigenen Scheiß gucken? Und Moritz ist jemand, der hat sofort Sachen... Bro, der Typ ist sehr, sehr, sehr kritikfähig. Das ist, was viele Leute nicht sind. Verstehst du, was man will? Und das ist halt, da muss man dann sein Ego auch aus dem Weg schieben und sagen, hey, okay, gut, let me... Ich schwöre, am nächsten Tag, du warst schon ein anderer. Weißt du das noch, wo wir dieses eine Gespräch hatten? Und das, Digga, hat mir immer so Gänsehaut gegeben, zu glauben, weil mir, Bro, mir haben so viele Leute immer Ratschläge gegeben. Mir haben so viele Leute geschrieben, was machst du mit diesen Deutschen da? Warum? Worum geht's im Leben? Soll ich 3, 2 Meter Schwarze neben mir haben? So ein 2 Meter Kameramann, einer sitzt am Computer. Weißt du, aber alle sehen so stabil. Weißt du, was ich meine? Was hat das? Bro, guck dir den Mann an. Digga, ich guck letztens dieses Feuervideo, wo wir sitzen. Er ist ein richtiger Mann geworden. Schüsse, haben wir gar nicht zu vergleichen mit dem Jungen, der er vorher war. Und er hat sich selber so gemacht. Er musste sich selber machen, nicht ich. Das verstehen die Leute nicht. Weißt du, was ich meine? Vielleicht hat er dadurch, dass wir alle zusammen sind, Level-Ups machen können, aber ich ja auch genauso. In mein Social Media gehen. Wir haben ja alle diesen Wachstum zusammen gemacht, weißt du, was ich meine? Weil wir alle dasselbe Ziel haben. Wir wollen him werden. Und das ist das Problem, wenn man dann ein Team aufbaut, baut man auf einmal ein Team voller Vams auf, weil sie alle him folgen. Und him, he's gonna... Just so, jeder will zu den Chicago Bulls, als Jordan da war. Like, you winning championships, bro. You don't really have to do nothing. You sitting on the bench. Es gibt Spieler, Digga, die haben 5 Meisterschaften. Du wirst nie den Namen kennen. Verstehst du, was ich sagen will? Und die haben nicht mal einen Korb im Basketball geworfen. Judd Butchler.
Weißt du, hat für die gespielt, hat auch ein paar Minuten ab und zu bekommen. Weißt du, so es gibt Spieler, die, meine ich ja, die, you don't even know their names, verstehst du? Wir blenden Judd Butchler mal ein. Auf jeden Fall, ja, er war Teil der Chicago Bulls-Ära, weißt du, was ich meine? So, es gibt so Spieler, Digga. Das Insider-Basketball, wissen wir. Ja. Nein, aber, ja, Luke Longley, es gab schon ein paar Spieler, Digga. Ja, und das ist halt dann die Schwierigkeit, weil Bro, ich selber bewege mich nur mit Hims. Ich kann gar kein anderes Niveau haben. Weil mich nerven Mitarbeiter, mich nerven dieses Ganze. Weil ein Mitarbeiter wird dir auch nie seine Meinung sagen. Ein Mitarbeiter wird dir immer den, es ist ja so, ist ja dein Mitarbeiter. Wird dir einfach immer schlechte Energie geben. Ja, weil deshalb sage ich, es gibt bei uns keinen Boss. Bro, es gibt hier bei NRG, ich bin kein Boss. Ich bin nicht der CEO von irgendwas. Ich teile alles fürstlich mit meinen Brüdern, was, weißt du, und fertig. Wir, Digga, wir leben auf demselben verfickten Boden, wir essen auf von denselben Tellern. Es gibt keinen Boss. Es gibt nur, willst du ein Boss sein? Weil ich will ein Boss sein in meinem eigenen Leben, für meine Familie. Willst du auch ein Boss sein? Und alle anderen können gerne, natürlich brauchen wir in Energy auch irgendwann Mitarbeiter, werden wir auch haben, weißt du, meine? I know, Bro. Das sind nicht meine day-to-day people, sozusagen, weißt du, was ich meine? Weil in meinem Kopf, bei NRG, ich will halt nur, ich will Mitarbeiter haben, die die Ambition haben, den Laden zu übernehmen, weißt du, was ich meine? Nur so kann das für mich laufen, weißt du? Siehst ja auch bei Roberto, zum Beispiel bei Pyrois, alle haben Bock zu arbeiten, alle sind da glücklich, jeder einzelne Person, selbst die Leute, die die Maschinen befüllen, weißt du, die das ist genau wenn das. Nicht, get out. Get out, Bro. Wenn du nicht so, musst du ja nicht mit uns. Es gibt so viele Möglichkeiten auf dieser Welt. Und wir werden ja nicht wie jeder, Bruder, manche sehen uns halt als Verrückte gerade, ne? Manche sehen uns als, Digga, hirnlose Ochsen, weißt du so? Und Bro, ich kann nur von mir sprechen, ich fühle mich gesünder als je in meinem Leben zuvor. Gewisse Sorgen, die ich früher hatte, wie, oh, könnte ich irgendwann Krebs bekommen? Krank, Bro, es ist nicht mal mein Kopf. Nicht mal mein Kopf, nicht mal annähernd in mein Universum, ist nicht in mein Feld mehr. Ich bin zu befreit und das ist die größte Macht gewesen. Es sind die Gedanken, das, was viele Leute nicht verstehen, sind deine Gedanken, führen zu Krankheiten. Und wenn du immer wieder da Angst hast, dass du irgendwann mal Krebs bekommst, es wird so passieren. Und mit den Quoten wundert es mich nicht, dass Menschen, die ab und zu mal Scheiße fressen, öfters daran denken, könnte es mich treffen. Das wiederum sorgt dafür, dass es wahrscheinlicher eintreffen wird. Ja, und das ist, was viele Menschen nicht verstehen. Deshalb, Bro, das Wichtigste auf diesem Weg ist einfach, Digga, finde dich selber, mach dich selber und alles andere ist Schnuppe. Planst du es mal, ne? So, natürlich müssen wir auf unseren Umfeld Acht geben, aber man muss auch die Zeichen erkennen. Planst du es mal, ne? Fokus so, auf die richtigen genau. Sachen. Richtig, Digga, das meine ich ja. Das Krasse ist, wie viele Menschen sind bereit, die Kleinigkeiten zu tun auf dem Weg nach oben. Alle wollen nur die großen Sachen tun und das ist auch oft im Team, die man sieht. Verstehst du es, aber wer macht hier kurz, wer fegt hier an einen Tag, wo keiner hier ist? Wo man erzählt es auch niemand. Es ist einfach sauber. Alle wundern sich, warum ist es immer sauber hier? Weil jeder von den 5 Leuten dieselbe Mentalität hat. Jeder. Bro, ich feg sogar, wenn es nicht zu fegen gibt, aber trotzdem findet sich Staub zusammen. So, das ist so zum Beispiel jetzt meine Morgenroutine bei uns. Jeden Morgen ich feg. Und dann nimmt Levion dann den Handfeger, fegt das zusammen. Weißt du, was ich meine? So, solche Sachen. Dann macht man das mit Wischen. Das meine ich, wer ist bereit, die Kleinigkeiten zu tun? Weißt du, was ich meine? Wer ist bereit zu sagen, okay, gut, guck mal, da liegt was auf dem Boden, ich heb das jetzt auf. Das ist mir zum Beispiel auch aufgefallen. Voll auf liegen irgendwelche Sachen auf dem Boden, 1-2 Tage. Somebody gotta pick it up. Und nur Himmis picken es ab. Verstehst du, haben wir so. Und weil, wie gesagt, wir müssen wirklich auf die Kleinigkeiten achten im Leben. So, das ist mein Erfolgskonzept. Ne, für mich. Und vielleicht funktioniert es nicht für dich, vielleicht auch nicht für dich, aber mein Erfolgskonzept ist eigentlich so konstruiert, das ist für jeden Mann, das ist universal. Weil
ob du jetzt irgendein Erfolgscoach bist, der auf Dubai lebt, und es gibt ja so viele Erfolgscoaches, die haben ja ihre Roadmap, wie sie da hingekommen sind, weißt du? Und haben dann ihre, so musst du networken und so musst du, weißt du, du kennst das ganze Spielchen, ne? Networken, und dann ist es wichtig, dass man sich, haben die mir auch damals in meinem Instagram gesagt, du musst dich dann verbinden, und es ist wichtig, dass du dich nicht mit kleineren, sondern mit Leuten, die entweder so viel Reichweite hast und höher, und dann denke ich mir, okay, ich soll mich nicht mit kleineren, aber andere sollen sich mit mir abgeben. Wo macht das Sinn? Wenn man sagt, weißt du was, ich mach mich einfach selber. Mach einfach selber. Ich denke, jeder hat irgendwelche Ideen und irgendwelche Sachen. Ist gut, schön. Guck, was du für dich verwenden kannst, aber bau doch dein eigenes Konstrukt. Mach doch dein eigenes Ding, nur so findest du Glück. Es geht nicht mehr um das Ziel, sondern es geht wirklich um den Weg. Das ist das, was mich gerade glücklich macht. Und die Ziele sind endlos. Ich kann nicht mal mir jetzt vorstellen, nach dem, was alles gerade passiert, was in 1, 2, 3, 4, 5 Jahren. Leute schreiben mir immer, was ist in 5 Jahren? Bro, I don't know. I might be on Mars, nigga. Vielleicht bin ich auf Mars, digga. Mit Elon. Und rauche eine dicke, fette Zigarre. Me and Elon. And Andrew Tate. Wer weiß? Ich weiß es nicht. Kennst du es, meine? Ich weiß nur, dass ich jetzt lebe. Ich weiß nur, dass ich jetzt kontrollieren kann, wie glücklich ich bin und meine Familie ist. Weißt du, was ich meine? Und alles andere, Bro, ist einfach nur sozusagen spekuliert, meiner Meinung nach. So, ne? Und manifestieren, das ist, was ich tue. Ja, natürlich, Digga, habe ich mir aufgeschrieben, was in ein paar Jahren ist. Indem ich es mir vorstelle, jeden Tag. Weißt du? Es gibt immer eine Phase am Tag, wo ich mir dann... Manifestieren ist Leben. Leben. Digga, duschen. Ich tue morgens direkt. Das war ja Willenorg das Wichtigste. Willenorg war das Wichtigste, die Morgenroutine und die Abendroutine. Was sagst du dir vorm Schlafengehen? Ich habe mir jeden Tag, bevor ich sich eingeschlafen, ich würde 5 Millionen Euro, ich würde das bis 2024, das. Wir werden Social Media auf allen Plattformen dominieren. Das habe ich jeden Tag gesagt. Warum werden wir es tun? Weil wir härter arbeiten werden als wir. Wir sind bereit, härter mehr Gas zu geben als alle. Das habe ich jeden Tag in der Dusche, am Abend, jeden Tag. Jetzt ist es, ich muss es nicht mehr sagen, weil ich bin es, ich fühle es. Ich bin, meine Zähne glauben dran. Das ist Manifestieren, und ich kann nur von mir sprechen, es funktioniert. Der Scheiß funktioniert zu 100 Millionen %. Also es ist unglaublich. Wie gesagt, jetzt unser Büro, wo wir sind, ich hätte nie gedacht, weil ich saß hier schon mal und habe gesagt, guck mal, was für ein schöner See. Stell dir mal vor, da hätte man sein kleines Büro, sein Head. Auf einmal sitze ich hier, ein halbes Jahr später. Guck genau auf die Trauerweide. Mit der ich damals neben meiner Frau saß, und das meine ich ja. Auf einmal fühlt das Universum, fühlen deine Zellen es mehr als je zuvor, und jetzt kommen Kleinigkeiten, die du manifestierst, sofort. Verstehst du? Wie was ich letztens gesagt habe, hey, irgendwann werde ich mit Andrew Tate einen Podcast machen. Auf einmal, ich gucke, Andrew Tate ist mir aus Versehen gefolgt. Hat mich wieder entfolgt. Auf seiner offiziellen Seite. Wo ich mir dachte, oh krass. Jetzt ist automatisch. So be careful what you say. Man sagt doch, be careful what you wish for. Schüsse, das ist das Ding. Deshalb, jedes Wort ist wichtig. Ich bin ein Versager. Bist du wirklich ein Versager gerade? Ich kann das nicht. Kannst du es wirklich nicht? Ich hasse mein Leben. Hast du wirklich dein Leben? Warum lebe ich? Das sind Sachen, die Menschen tagtäglich zu sich sagen. Verstehst du? Deshalb sage ich ja, du bist ein Versager. Und selbst da muss man ja auf die Kleinigkeiten achten. Das ist ja wieder das vor, weißt du, die kleinen Worte, die man sagt. Alles, Bro. Alle, guck mal, die Kleinigkeiten sind meistens wichtiger als die großen Sachen. Das sage ich ja. Weißt du, wenn du ein ganzes Basketballspiel auseinander nimmst, der Typ hat 3-mal den Ball verloren, er hat 5-mal den Ball verloren, er hat 2-mal, das sind Kleinigkeiten. Now, you look at it, wir haben 12-mal den Ball verloren. Von diesen 12-mal haben die 6-mal gepunktet, 12 Punkte.
wir haben mit 5 Punkten verloren. Das heißt, die Kleinigkeiten hätten verhindern können. Das, verstehst du, so einfach ist das Leben. Das ist analysieren, guck dir das Leben an. Wie viele Kleinigkeiten haben zum Versagen geführt? Weißt du? So, wenn man sich das Leben anguckt. Wie viele jetzt Kleinigkeiten sorgen dafür, dass wir immer mehr vorankommen? Ganz Kleinigkeiten. Kleine Calls, morgens, 8 Minuten, 9 Minuten. Leute, heute war auf jeden Fall eine kleine Sondersendung, würde ich sagen. Kleinigkeiten. Ja, die Kleinigkeiten, die das Leben verändern können. So, ne? Deshalb sage ich, ey, ist es so wichtig, guck in den Spiegel, schreib alles auf, was du nicht bist, schreib alles auf, was du sein möchtest und dann fang an, jeden Tag daran zu arbeiten. Jeden Tag. Es wird dir immer wieder bewusst, was tue ich hier gerade? Chill ich gerade oder tue ich was, voranzukommen? Weil, Bro, du hast ja auch eine Verantwortung. Planst du, auch wenn du nicht die Frau und die Kinder hast, sie werden ja irgendwann da kommen. Das heißt, die jetzige Version sorgt für das Glück, was ihr später haben werdet. Die jetzige Version, die Disziplin, die du jetzt an den Tag legst, wird den Outcome von deinem Leben, von deinen Kindern, von we was never poor. Weißt du so? Mama, why is daddy so rich? Because he's different. Verstehst du? Das ist der Moment, wo du damit anfängst. Planst du es mal, ne? Und nicht irgendwann, jetzt kommen die Kinder, ich habe ja noch Zeit. Na, bro, you don't have kids right now. That's what I'm saying. Bro, hasse, weil von jedem Mann sollte es das Ziel sein, eine Familie aufzubauen. Was machen wir in der Zwischenzeit? Lass uns feiern gehen. Ich habe keine Verantwortung. Ich kann ja machen, was ich will. Ich kiff jetzt hier rum und chill. So denken ja die meisten. Nein, so leben die meisten Menschen. So leben die meisten Menschen. Und jetzt wird das Leben ernst. Jetzt kriegen wir Kinder. Und dann sind alle so depressiv. Alle heulen rum beim ersten Jahr. Ein Kind, Heirat, weil die nie Verantwortung übernommen haben. Jetzt erst willst du Verantwortung übernehmen? Bro, es ist fast schon zu spät. Hast du eine Frau, jetzt kommt ein Kind. Jetzt müssen die mit deinen ganzen Traumata dealen. Alle in einen Raum. Deshalb sage ich, gib doch jetzt Gas. Wenn ihr keine Kinder habt, gib jetzt Gas. Ich bin immer noch dabei, an mir zu arbeiten, obwohl ich Kinder habe. Und da, wenn ich zurückgehen könnte, hätte ich das mit 18, 19 gemacht. Ich wäre auf eine Reise gegangen, wie nach Amerika, und hätte ganz andere Wege eingeschlagen. Mit einem Mentor wie mir natürlich. Wie jemand, der mir diese Sachen jetzt verrät. Weil ich hätte einfach gedacht, ah, der krass, okay, gut. Dann werde ich jetzt einfach Profi-Football-Spieler. Und da hätte ich mir schon Gedanken gemacht, wie und was ich damit mache. Womit ich damit hin will. Was will, wie kann ich, weißt du? Anstatt einfach zu denken, ich will Football-Profi werden, weil ich Millionen haben will. Ich will Millionär sein. Ich freue mich, wenn ich Millionär bin. Dann bin ich nicht mehr arm. Ich war mein Leben lang arm. Mein Leben war so hart. Meine Kindheit war so hart. Versagerdenken. Nur Negativität. Verstehst du? Deshalb ist es so wichtig, jeden Tag diese positiven Gedanken, jeden Tag sich zu sagen, wer bin ich noch nicht? Also wer bin ich nicht? Und wer will ich sein? Was tue ich falsch? Selbstreflexion. Das haben wir gestern im Deep Talk gehabt. Das ist das Allerwichtigste. Selbstreflexion. Wir blenden einmal diesen Deep Talk an. Wenn wir Menschen verstehen, wie wichtig diese Kleinigkeiten sind, wie wichtig das ist, hier kurz durchzufegen, wenn man das Gefühl hat, dass zum Beispiel Asche auf dem Boden liegt oder sonst was. Wenn man da sofort handelt, da hinten zum Beispiel Asche. Wenn da sofort handelt, Bro, Digga, das Leben wird zu einfach. Zu einfach, weil jetzt man sitzt so, ja. Das ist eine Niederlage. Für deinen Geist. Du hast schon wieder verloren. Du hast dir schon wieder Schaden zugefügt. Weil du nicht das tust, was in deinem Kopf richtig ist. Das macht dich doch automatisch wieder zum Versager. Du willst doch nicht im Dreck leben. Aber du tust nichts dagegen. Weißt du? So? Das meine ich, wenn Sachen draußen im Garten liegen lassen werden. So, jeder in seinem Kopf weiß ganz genau, oh, ich muss das eigentlich noch aufholen. Egal, ich bin zu bekifft. Ich bin zu... Bam. Du spürst es in dem Moment nicht, weil du gehst jetzt nach Hause, denkst gar nicht mehr drüber, aber dein Geist. Und das macht es schwierig für andere Sachen. Die Kleinigkeiten. Jetzt hast du den Antrieb nicht. Aber hast du da den Antrieb, hast du über den Antrieb. Gewöhnst du dich immer wieder in Situationen, Gas zu geben, Bro, dann fällt dir das derbe einfach, diese Disziplin. Weißt du? Weil du kannst ja nicht zu 100% Disziplin erlangen, wenn du nicht mal aufräumst, wenn du deine Sachen nicht ordnest, wenn du gewisse Sachen, wenn dein Rucksack aussieht wie Scheiße, wenn alles andere aussieht wie Scheiße, aber ich arbeite hier, ich arbeite an 4, 5 Filmen, ich mache, Bro, die Kleinigkeiten, die Hürde brennt. Weißt du, was ich meine? Das ist so, als hättest du ein Dach und du klebst immer wieder nur die Löcher zu.
Immer und immer wieder. Und irgendwann bricht das Ding ein. Weil du hast dich nie wirklich drum gekümmert. Du hast nie die Arbeit gemacht und Spachtelmasse. Einmal ordentlich machen alles. Das ist halt das Ding, wie die Leute immer nach oben kommen. Deshalb hast du dann irgendwann dein Haus, deine Kinder, 5 Millionen Euro auf dem Konto. Aber musst du einen Psychologen. Oder gehst abends noch einen ballern. Oder gehst eine Affäre anfangen. Weil keiner dich versteht in deinem Leben. Weil du dich ja selber nicht verstehst. Wie soll dich irgendjemand verstehen? Du kapierst es doch selber nicht. Digga, so einfach. Deshalb haben die Leute da oben Probleme. Und die Leute da unten aber, sag ich dir ehrlich, nicht so viele Probleme wie die Leute da oben. Wie sagt man? More money, more problems. Warum ist das so? Weil du nie an dir gearbeitet hast hier unten. Du dachtest, Geld und Reichtum und Erfolg macht das weg. Der wahre Erfolg ist in dir. Ist deine Gedanken zu beherrschen, deine Emotionen zu beherrschen, dein Leben im Griff zu haben. Verstehst du? Deshalb wird meistens der Typ, der irgendwo in Brasilien im Ghetto lebt, Tischler ist, seine Familie hat, kommt nach Hause, gibt seine Frau einen Kuss, macht jeden Abend mit ihr Liebe, obwohl er schon 48 Jahre alt ist, ist topfit, spielt immer mit seinen Kindern, macht dreimal im Jahr Urlaub mit den Kindern. Er ist viel glücklicher als dieser Millionär, der 5 Affären hat, der jede Frau haben konnte, die er haben konnte, jetzt mit der Grütze da zusammen ist. Jetzt hat er deine 3, 4 Kinder, die nichts appreciaten, weil die nichts von ihrem Vater gelernt haben, was Disziplin ist, was, weißt du, was bedeutet, nichts zu haben. Und jetzt hast du so eine richtige traumatisierte Familie mit Geldkredit. Dasselbe geht natürlich auch unten. Ganz viel traumatisierte Familien unten. Der Vater trinkt Alkohol. Es hat immer was mit einem selber zu tun. Das meine ich ja. Die glücklichen, die wirklich zufriedenen Menschen sind die, die wirklich 100% an sich gearbeitet haben und mit sich selber zufrieden sind. Weißt du, was ich meine? Deshalb sage ich dir, das ist so wichtig, Digga, dass wir wirklich unten anfangen und uns analysieren, bevor wir über 1 Million Euro nachdenken. Ich scheiß auf Geld, nicht auf in den Sinne. Geld ist sehr wichtig. Aber ich scheiß auf Materialismus. Ich scheiß auf Statussymbol. Bro, mein Statussymbol ist mit meiner Frau. Alles andere interessiert mich nicht. Was denkt meine Frau? Weil sie ist mein Partner, sie sieht mich jeden Tag, sie wird mit mir diesem Leben zusammen sein. Das heißt, das ist wichtig, ihre Meinung, die Meinung meiner Kinder. Aber alle anderen können mir meine Eier lecken, sag ich dir ehrlich, weißt du es, meine? Fertig. Und das ist unser Problem. Wir überlegen uns, was denken die? Was denkst du? Guck doch mal in den Spiegel. Du kannst dich selber nicht leiden. Und du machst dir Gedanken über, was andere Leute über dich denken. Was für ein Versager. Kann ich dazu nur sagen. Weil du kannst dich selber nicht leiden, Bro. Kennst du, bestes Beispiel ist, so eine Frau hat gesagt, ich bin so gut in Tipps geben, aber für mich selber kann ich es irgendwie nicht umsetzen. Ja, weil du ein verdammter Versager bist. Weißt du? Weil du dogmatistisches Stück Scheiße bist. Du willst allen sagen, wie das Leben funktioniert, für dich selber hast du nichts gerissen. Wie die Väter, die ihren Söhnen erklären wollen, wie man Fußballprofi wollen. Du hast so eine verdammte Wampe, Alter. Wie soll dein Sohn dich ernst nehmen, Bro? Ja. Du musst mehr so. Du kannst die Bewegung selber nicht. Was ist los mit dir? Deshalb, und mit meinem Sohn Fußball-Dings musste ich jeden Tag, ich habe manchmal einfach halbe Stunde am Tag mit dem Ball zu Hause ein bisschen rumgedribbelt, damit meine Technik ein bisschen besser wird, weil ich weiß, wenn ich ein bisschen was zeigen will, gestern haben wir ein Trainingsvideo zusammen geguckt, das habe ich vor 2 Jahren angefangen zu gucken, seine Videos, um Meneo Fußballtraining beizubringen, weil ich einfach nicht so viel Plan habe vom Fußball. Das heißt, ich muss mich damit auseinandersetzen. Verstehst du, was ich sagen will? So, ich habe Fußballprofis trainiert, aber Athletik, aber mir geht es um Technik. Weißt du, was ich meine? Ich habe ja nie Techniktraining mit irgendeinem Fußballtraining. So. Leute sind einfach nicht bereit, unten anzufangen. Leute, fang unten an, sei ehrlich zu dir selber und ja, ich wünsche dir einen wunderschönen Donnerstag. Wir sehen uns morgen. Ganz, ganz wichtig für die Leute, die bis hierhin durchgehalten haben, morgen gibt es Zimtschnecken bei Energy Kitchen in der letzten Folge der 3. Staffel. Das heißt, merkt ihr morgen 20 Uhr Zimtschnecken. Ganzes Rezept. Ciao.